Koppenrad Einblicke. Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen vom Koppenrad Verlag. Wie entsteht ein Bilderbuch? Das zeigt uns der bekannte Illustrator Klaus Baumgart und unsere Verlagsherstellerin Andrea Hahner. Hallo, ich bin der Klaus Baumgart und ich habe das Buch Gute Nacht, Karli geschrieben und auch gezeichnet. In dem Buch geht es darum, dass der Karli noch nicht wirklich müde ist und abends noch nicht so gerne ins Bett möchte, weil er nämlich noch so viel zu tun hat. So geht es ja den meisten Kindern. Und der Karli, der überlegt sich aber, wie das wäre, wenn er ein großer Kater ist, weil dann muss er ja noch nicht so früh ins Bett. Am Ende merkt der Karli aber dann, dass es doch manchmal ganz schön ist, ein kleiner Kater zu sein. Und das war die Idee, die ich am Anfang zu diesem Buch hatte. Weil mit Ideen ist das ja so, die sind ja überall, die schwirren auch hier rum. Und da ist eine gewesen und die habe ich mir jetzt geschnappt. Und dann, wenn man Glück hat, werden die Ideen immer größer. Guck mal. Und die werden immer größer und wachsen. Und dann sind die manchmal ganz groß. Aber wenn man da nicht drauf aufpasst, dann passiert das nämlich, dass sie wieder genau dahin verschwinden, wo sie hergekommen sind. Und dann sind sie wieder weg. Und damit mir das nicht passiert, habe ich hier so ein Skizzenbuch. Und wie das genau im Einzelnen funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich zeichne oder ich schreibe immer meine Ideen in ein Skizzenbuch und das sieht dann so aus. Die erste Zeichnung von Karli, die sah so aus. So fand ich den dann schon ein bisschen besser mit so einem Schlafanzug. Und dann habe ich ganz viel ausprobiert. Mal mit so einer dicken Umrisslinie oder auch mal auf einem ganz besonderen Papier. Dann mit Aquarellfarbe habe ich mal was probiert. Ohne Umrisslinie oder mit Buntstift habe ich auch mal was probiert. Ja, hier mal mit einer anderen Farbe. Das dauert alles ganz schön lange bei mir, bis ich dann die richtige Figur gefunden habe. Wenn ich die dann aber gefunden habe, dann zeichne ich die dann nochmal ein bisschen genauer, dass das auch alles stimmt. Die Kopfgröße, die Körpergröße. Das Farbige, das mache ich dann mit ganz traditionell noch mit einem Pinsel und mit Wasserfarben. Die Farben, die mische ich immer in so einem kleinen Gefäß. Und das probiere ich dann hier erstmal aus. Das ist mir dann zu grün. Da muss ich noch ein bisschen mehr Blau reinmachen. So ist das schon besser. So, und bevor ich das dann aber auf der richtigen Zeichnung mache, probiere ich das erstmal hier so an der Seite aus, ob mir auch die Farbe gefällt. So, und wenn ich die Farbe dann habe, dann fülle ich die Flächen damit. Aber damit das nicht so gleichmäßig aussieht, mache ich da immer noch so ein bisschen Farbverläufe. Da muss man den Pinsel dann immer wieder auswaschen, damit das dann auch so schöner Farbverlauf wird. Da ist das nämlich schon fertig. Da könnt ihr das sehen, wie das dann am Ende aussieht. Und dann gehe ich ja auch immer noch mit Buntstift rein und zeichne so ein paar Sachen nach. Zum Beispiel hier oder hier die Barthaare oder die weißen Punkte. Die habe ich dann alle mit Buntstift gezeichnet. Am Ende kommt dann ja noch eine Hintergrundfarbe dazu und das mache ich dann aber am Computer und das zeige ich euch jetzt. Ja, wenn ich dann die Zeichnung fertig habe, dann kommt das, wie man ja hier sehen kann, auf den Bildschirm. Das scanne ich dann ein und dann gibt es da so eine schöne Werkzeuge, da kann man das dann auswählen, den Hintergrund. Und mit unterschiedlichen Farben dann belegen. Also da gibt es dann ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man dann die Farben
Farben wählen kann und eben auch mit unterschiedlichen Farben dann die Hintergründe belegt. Das ist dann so dann die letzte Phase. Zwischendurch habe ich dem kleinen Kater natürlich auch einen Namen gegeben, das ist ja auch ganz wichtig. Und den Text überarbeite ich dann immer noch mal zwischendurch. Und damit das dann auch alles, damit man das dann auch alles in der richtigen Reihenfolge hat, drücke ich das dann noch mal aus und gucke mir die einzelnen Seiten dann noch einmal etwas genauer an. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht, da zuzugucken, und ich konnte euch ein bisschen erklären, wie man so ein Buch oder im speziellen Fall, wie ich dieses Buch gemacht habe. Hallihallo, ich bin die Andrea Hahner und ich arbeite hier in der Herstellung im Koppenrad Verlag. Heute bin ich ganz gespannt, weil die Daten von Klaus Baumgart sollen nämlich kommen. Oh super, die Daten sind da, wir können loslegen. Hallo ihr Lieben, die ersten Proben sind da. Jetzt können wir gucken, wie die Farben, die der Klaus Baumgart angelegt hat, auf Papier aussehen. Dafür haben wir einen speziellen Raum mit einem ganz speziellen Licht. Das ist unser Normlicht. Und darunter gucken wir uns jetzt die ersten Proofs an. So, hier haben wir zum Beispiel das Cover, wo unser Kater Kali draufsteht. Ein wunderschönes Orange. Wir finden, das sieht schon super aus. Der schön türkisfarbene Schlafanzug passt perfekt. Wir finden es so farblich super. Dann haben wir hier unser Bild, das wir hinten auf dem Cover haben und auch im Inhalt, wo Kata Kali im Dunkeln unterwegs ist. Ja, sieht auch super gut aus. Da machen wir einen Haken dran. Und jetzt können wir die Druckdaten schreiben und dann geht das zum Drucker. So, zwischendurch kommen von dem Drucker die Druckbogen, die ich mir auch nochmal angucke, um die Qualität zu prüfen. Das sieht dann so aus. Wir haben einen riesengroßen Bogen, da sind unsere einzelnen Seiten drauf. Dazu nehme ich dann unsere Proofs und schaue mir an, ob das farblich passt. Also es sieht super aus, da kann ich dem Drucker sagen, er darf weitermachen und die Bogen verarbeiten. Jetzt hat die Druckerei die Freigabe zur Verarbeitung. Jetzt haben wir hier die großen Bogen. Vom Inhalt, jetzt könnt ihr euch das so vorstellen, diese kleinen Bogen werden jetzt beschnitten und die werden dann Pappe auf Pappe, ich simuliere das jetzt im Großen, aufeinander geklebt, die beiden zusammen. Dann habe ich eine Vorderseite und eine Rückseite. So machen wir das mit allen Seiten im Buch. Wenn der Inhalt zusammengeklebt worden ist, haben wir noch den Umschlag. Unser bedrucktes Papier wird auf diese Pappen aufgezogen. Das sieht von innen dann so aus. Unser Inhalt würde dann natürlich in der passenden Größe hier eingehängt. Und dann würde das Ganze zugemacht zu einem Buch. So, und das ist jetzt unser fertiges Buch mit einer ganz tollen Spot-Lack-Veredelung auf dem Kater Kali. Und jetzt können wir drin lesen und schauen, ob Kater Kali nachher doch noch ins Bett geht. So entsteht bei uns ein Buch. Jetzt möchte ich euch das Buch Gute Nacht, Kali, einmal vorlesen. Kali hat viel zu tun. Aber kleine Kater müssen früh ins Bett. Klein sein findet Kali doof. Kali will ein großer Kater sein. Große Kater bleiben so lange wach, wie sie wollen. Und sie ziehen jeden Tag ihre Lieblingssachen an. Große Kater haben ganz oft Geburtstag. Und ihnen hört immer jemand zu. Große Kater müssen ihr Zimmer nicht mehr aufräumen. Und dürfen in alle Pfützen springen. Große Kater fahren nicht mehr im Kindersitz. Sie essen, was sie möchten.
Und sie haben ganz viele tolle Sachen. Große Kater sind ganz stark. Sie verjagen wilde Tiere. Und im Dunkeln haben sie keine Angst. Große Kater können fliegen. Und wenn große Kater müde sind, gehen sie schlafen, wann und wo sie wollen. Aber wer gibt großen Katern ihren guten Nachtkuss? Manchmal sind große Kater lieber kleine Kater. Und erst ab morgen.